Herzlich willkommen zur Erles Discounter Videoserie. Heute geht es um die neue Gracco Pistole und zwar die Gracco Contractor PC Kompakt. Hier seht ihr sie. Ganz kleine, ganz leichte Pistole. Und zwar kann man so sagen, das ist das kleine Bruder- oder Schwestermodell von der Gracco Contractor PC. Das ist ja inzwischen die Standardpistole, die es seit über einem Jahr am Markt gibt, die mit den meisten Geräten, größeren Geräten auch mitgeliefert wird, also mit der ganzen Ultramax 695, 795 Serie und so weiter. Da ist diese Pistole dabei. Die Kompakt, also die Contractor PC Kompaktpistole, die ist jetzt einfach nochmal eine kompaktere, kleinere, leichtere Version davon. Wenn man das so hintereinander hält, nebeneinander hält, dann sieht man auch, dass der obere Teil identisch ist. Lediglich unten im Griff sind ein paar Veränderungen vorgenommen worden. Schauen wir uns mal an, was genau gemacht worden ist. Der Griff ist verkürzt worden. Man hält das Ganze jetzt ein bisschen anders. Ihr seht es mal hier, damit ihr die Fingerposition mal sieht. Man zieht ab mit zwei oder drei Fingern und der kleine Finger hält die Pistole hier unten. Im Grunde genommen ist der Griff um einiges verkürzt worden. Dadurch wird die Pistole etwas leichter, liegt anders in der Hand, trotzdem bequem. Der Hersteller sagte rund 25% leichter als die ohnehin schon recht leichte Contractor PC Pistole. Also hier nochmal eine deutliche Erleichterung. Wer also lange arbeitet und wem es wichtig ist, dass er eine sehr, sehr leichte Pistole hat, dann ist das eine Option. Dadurch, dass der obere Teil identisch mit der Contractor PC ist, hat man da auch diese ganzen Vorteile wie das Schnellwechselsystem des Innenlebens. Das heißt, wenn Verschleiß vorliegt, kann man werkzeugfrei und in wenigen Handgriffen das Ganze hier lösen, den Düsenhalter abnehmen und dann das Innenleben ausbauen und austauschen. Das gilt auch für die Pistole. Bei der Contractor PC ist der Abzugsgriff noch in der Länge verstellbar. Das heißt, man kann ja auch mit vier Fingern arbeiten. Das geht hier platzmäßig gar nicht. Das heißt also, man hat keine Möglichkeit, den Abzugshebel hier zu verstellen. Ist aber auch gar nicht notwendig, weil man hier eben sehr gut mit drei oder mit zwei Fingern arbeiten kann. Ich würde es eben so machen mit drei Fingern und mit dem kleinen Finger dann eben nochmal ein bisschen unterstützen und die Pistole halten. Dadurch, dass der Griff verkürzt ist, musste auch der Pistolenfilter im Griff verkürzt werden. Das heißt, es befinden sich hier nicht die Standardpistolenfilter im System, sondern neue Pistolenfilter. Die sind etwas kürzer, gibt es auch in Maschenstärke 60, hier in schwarz. Das ist die 60er Variante für Innendispersion und so weiter, perfekt geeignet. Ansonsten gibt es noch die 100er in blau. Den Link zu den Filtern packe ich euch drunter, falls ihr da was braucht und ihr euch für die Pistole entscheiden wollt und irgendwann die Filter dazu braucht, dass ihr das auch findet. Also so habt ihr einen kurzen Überblick, kurze Einschätzung von mir. Ich mag schon die Contractor PC Pistole. Unbedingt leichter brauche ich es jetzt nicht. Ich bin sehr zufrieden mit der Contractor PC. Für denjenigen, der es noch leichter haben will, ist das hier eine Option. Ansonsten finde ich auch die Standardpistole, also die Contractor PC, die wir hier sehen, sehr gelungen. Liegt ebenfalls gut in der Hand. Und für die eben, die sehr, sehr viel und sehr lange arbeiten, dort nochmal eine Entlastung haben wollen, ist das sicherlich die Option, die da in Frage kommt. Ich hoffe, ihr habt einen ersten Eindruck davon. Wenn ihr mehr Fragen dazu habt, schreibt uns eine Mail, hinterlasst uns eine Nachricht. Bis bald.